Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Shining, übernimm du hier bitte. Danke Noah, danke, dass du heute die Anmod übernommen hast. War viel freundlicher als bei drin. Und damit herzlich willkommen zurück zu Wir fangen uns ein Pummeluff. Ich sagte Pummeluff, nicht Pluffeluff. Ich bin sogar extra auf das Pummeluff zugestürmt. Hier. Meins. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Purpur, ne? Wir haben uns ein Pluffeluff schon längst gefangen, aber ein Pummeluff nicht. So, du kriegst erstmal eine Konfusion von mir. Ja, beim letzten Mal haben wir uns die Terra-Raids mal angesehen. Ich meine, Säusestimme, damit wir Pummeluff auch gefangen kriegen. Oh, das gibt mir Klaps. Ich gebe ihnen einen Pokéball. Und Pummeluff wurde gefangen. Rassler versucht, Teleport zu erlernen, direkt. Nein. Ja, ich weiß, dass ich sie an den Attacken erinnern kann. Eigentlich schon ist ganz gut. Ist auch stärker als Glut. So, wir haben ein Eschern gelernt. Das andere Pokémon, das wollte ich nicht. So, Pummeluff. Wenn es tief einatmet und sich aufblickt, kann es ein noch längeres Lied singen, das seine Zuhörer unweigerlich im Schlaf versetzt. Das Baloo-Pokémon. Bitte sing mir keins, außer ich will schlafen. Warum auch immer ich einen Fluffluffer bekommen habe. Oh, der Runde entwickelt sich! Einen Moment, Leute. Das wollen wir doch in all seiner Pracht sehen. Geilo! Ein Spinsidias! Cool! Spinsidias! Ich konnte den einen Teil nicht lesen. Wir machen das sofort. Fadenfalle versucht es zu lernen. Okay, das ist eine bessere Version von Fadenschuss. So, jetzt will ich aber eben kurz nochmal den Eintopf sehen. So schnell konnte ich nicht lesen. Minus war's. So, Spinsidias. Das Falle-Pokémon. In seinem Revier spannt es überall kräftige, klebrige Fäden, um Eindringlinge zu legen. Und es hat noch eine weitere Entwicklung, soweit ich das sehe. Oder? Sieht zumindest so aus. Wir könnten hier noch nach den verlorenen Trainer suchen, den ich bräuchte, damit ich die Herausforderung hier abschließe. Ich würde sagen, wir machen uns heute endlich mal daran an den ersten Orden. Das klingt doch nach einer guten Idee. So. Wo ist denn das Pokémon-Stadium? Da hinten. Da ist der Kampf. Und hier ist Essen. Die besten Tapas gibt's bei Happas. Oh, ich kriege Kochzutaten. Ja, ich kaufe mal von allen 10. Warte mal, kann ich das auch mit LP bezahlen? Ich bezahle mit LP. So. Und du, was verkaufst du? Du kaufst Eis. Bringt mir aber, glaube ich, alles momentan nichts. Ich will mich hier, ich will erkunden gehen.
Sandwich-Zutaten. Oh, lecker. Oh, gibt's hier zu kaufen. Ich hoffe, ich kann alles zahlen. Ich glaube nicht, dass ich mir alles kaufen kann. Ich kaufe mal vom restlichen LP hier die Pizza mal. Okay, ich muss, glaube ich, offscreen mal ein bisschen Geld farmen. Zumindest habe ich Ketchup und Mayo. So, da ist die Arena, ne? Zeit für unseren ersten Arena-Kampf. Wir schaffen das, nicht wahr, Trastler? Nee, wenn, würde ich eher Lucroco oder Sproxy in den Kampf eigentlich schicken. Wir gehen auf Lucroco. Ist das nicht eine tolle Arena? Ich habe mich jetzt nur aus dem Weg gepackt, damit wir die erste Arena mal in voller Pracht sehen. Oh, die kenne ich doch. Hallo, Nemila. Wie geht's denn so? Natürlich! Okay. Jede Prüfung, ach nö, ich hab doch nicht gelernt. Ich bin zu doof für eine Prüfung. Ich glaube, die ist ein bisschen zu sehr ins Kämpfen versessen. So, Arena von Moldrit. Ja. Am Olivien rollen. Okay. Ich muss einen Ball, der eine Olive angeordnet ist, zur Stadt bringen. Okay. Interessant, sowas muss man vorher nie machen. So, wo findet ihr statt? Da. Ist ja relativ nah. Ich brauche dich einmal kurz. Ist ja nicht wirklich weit weg. Ich dachte kurz, da wäre ein neues Pokémon. Weil das so komisch aussieht. Dich habe ich aber noch nicht. Ein Mob-Tiff. Ein Erschaden. Es lebt sogar noch. Rein in den Ball mit dir. Den darf diesmal dann übrigens Noir vorlesen. Also Noir, gibt's uns die Ehre? Ich lasse dich auch eben kurz allein. Mobtiff, das Halbstark-Pokémon. Kiefer und Fangzähne dieses Pokémon sind gut entwickelt und stark genug, Felsen zu zerbeißen. Seine dicke Fettschicht bietet optimalen Schutz. Okay, danke Noah. Ein sehr interessantes Pokémon. Nein, wir geben ihm keinen Spitznamen. Ist wahrscheinlich die Nahentwicklung von diesem kleinen Buffy, ne? Nee, bist tatsächlich ein eigenständiges Pokémon. Okay, hab nichts gesagt. Wo muss ich denn jetzt nochmal hin?
Ich bin komplett in der falschen Richtung unterwegs. Was zum Geier ist das für ein dickes Ding? Das ist das Olivenrollen? So viel Kraft habe ich nicht. Und wie zum Geier soll ich das machen? Das Ding ist 10-mal größer als ich. Ah, okay. Das Ding muss ich bewegen. Interessant einfach nur. Boing, boing. Los, beweg dich! Ich wollte gerade ausprobieren, ob ich mein Pokémon vielleicht rausholen kann. Abkürzung! Ja! Genau, roll in die Richtung. Ist ja easy. Aber ein interessanter Einfall von dem Spiel. Das gefällt mir. Jetzt mal was Neues bei Pokémon. Gern geschehen. So, dann zurück zur Arena. Ich weiß ja, wo sie ist. Die ist nicht zu übersehen. Genau wie die vielen Hunde-Pokémon hier. Und der Baum sieht schön aus. Ja, dann Leute, seid ihr bereit für einen Arena-Kampf? Ich bin es. Komm schon, die Lusche machst du auch easy platt. Danke, dass du an mich glaubst, Drin. Danke. Das Olivenrollen, das war ja wohl ein Witz. Aber ein guter, lustiger Witz. Also dieser Arenaleiter, die sieht irgendwie mehr wie eine Bäckerin aus als ein Arenaleiter. Nee, wie heißt du denn? Wie heißt die Frau da? Rona. Ich glaube, du bist eigentlich in Wirklichkeit einfach nur eine Bäckerin. Die mache ich so easy alle. Mikrik. Oh, das sieht auch interessant aus, das Pokémon. Die Entwicklung davon sieht bestimmt richtig geil aus. Es ist schön, dass du so deine Pokémon in den Himmel preist. Aber gegen Feuer haben die sehr schlechte Chancen. Es war Mikrik, dieses Pokémon. Ja, der Name passt. So, wer hat jetzt Offenlegung erlernt? Nee, erhalt mal die Attacken, die du hast. Oh, Tarundel.
Davon habe ich ja jetzt die Entwicklung. Und nochmal ein Eschern. Ja, sie sind komplett gefährlich. Es liegt nicht mal an meinem Level, dass ich die One-Hitte, ne? Sondern einfach, weil ich einen Typenvorteil habe, sonst wird. So, jetzt kommt ein normales Pokémon. Komm, wir lassen Spinsidias jetzt den letzten Kampf machen. Und geben ihnen sogar die Terra-Kristallisierung. Oh, das süße Bärchen. Die Fadenfalle schützt mich und macht seine Initiative runter. Ja, Kristallisierung. Das sieht nice aus. Ja, sie macht das auch, ne? Aber wieso... Teddiosia ist doch ein Normal-Pokémon. Warum haben wir dieselbe Krone auf? Scheint übrigens wirklich einfach nur mit einem Typus irgendwie zusammenzuhängen. Ja, schön, aber ich wehre gerade ab. Und ich mache deine Initiative sogar runter. Eine neue Version von Schutzschild also. Nur in besser. So, Käfertrut. Und damit den Spezialangriff. Autschen. So, nochmal Käfertrut. Das ist der Kampf der Käfer. Oh, ich muss heilen. Ich bekam mir ein paar super Tränke geschenkt. Du und deine Zornklinge. Aua. Käfertrut, komm, Volltreffer. Also auch noch eine andere Attacke. Dann spielen sie, die es hat leider nicht geschafft. Hole ich einfach mal meinen Sproxy raus. Ich belebe erst Spinsidias wieder, bevor ich hier finische. Tja, Giftzahn! Teddiosia wurde besiegt, jo! Tja, die wurde besiegt. Ja, die haben wir besiegt. 2700, davon kann ich mir ein Brötchen kaufen. Erste Arena, jo! Ich habe mich jetzt extra aus dem Bild übrigens gepackt. Oh, lecker Törtchen.
Hier ist das Rezept dafür. Warum regnet es jetzt? Okay. Anspringen. Okay. Ja, das habe ich schon selber rausgefunden. Aber erster Arena-Orden, Leute. Ein Erfolg. Oh, wer bindet mich an? Wahrscheinlich eine Mila. Ja. Voller Erfolg. Okay, werde ich tun. Ich kann es ja so abwechselnd machen, dass ich so zwischen Arenen und hier diese Rezepte sammeln hin und her wechsle. Na gut, Leute. Ich würde aber sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine gute Zeit mit dieser Folge. Dass es euch gefallen hat. Wenn ja, kennt ihr den Drill? Ein Like da lassen, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!